Anfang der 90er Jahre bekommt Nürnberg neue Aufgaben. Der Mauerfall belebt die Strecken Richtung Osten. Auf den Bahnhofsgleisen zeigt sich die Bundesbahn der frühen 90er Jahre. Noch voll im Betrieb sind die Einheits-E-Loks. Einfahrt hat ein Silberling-Steuerwagen, geschoben von einer E41. Im Gleisvorfeld nähert sich ein Intercity. Die legendäre 103 steht zu diesem Zeitpunkt noch voll in Lohn und Brot. Auf dem Nachbargleis rollt eine 218 ein. Lange Zeit war Nürnberg eine typische 103er-Hochburg. Der Lokführer von 103-120 bekommt vom Zugführer den Bremszettel. Neu in Nürnberg ist die Reichsbahn-Baureihe 143. In den damaligen S-Bahn-Farben lackiert, rollt 143-634 mit einem X-Wagenzug ein. Schon kurz nach der Wende kommen die ersten 143er in den Westen. Die leistungsfähigen Mehrzweck-E-Loks werden im Westen gerne genommen. Zuerst als Trabi-Lok bezeichnet, erobern sie schnell Anerkennung bei den Lokführern. Bereits seit 1992 ist der ICE ständiger Gast in der Frankenmetropole. Es war die ICE-Linie 4, die von Hamburg aus über Hannover und Würzburg Nürnberg erreichte. Das gibt es Anfang der 90er Jahre auch noch. Eine blaue Bügelfalten E10 hat vor einem Regionalzug rangiert. Es ist 110-316, die sich hier auf den Weg macht. Der nächste Regionalzug nähert sich. An der Spitze eine Kasten-E10. Heute steht er im DB-Museum, 614-001. Neu sind 1992 die Neigezüge der Baureihe 610. Mit einer aktiven Wagenkastensteuerung legt sich der Zug in die Kurve. Fliehkräfte werden so deutlich reduziert. Kurven können damit schneller durchfahren werden.
Die neuen Züge sind nach Bayreuth und nach Hof unterwegs. Eine Besonderheit ist die Flügelung in Pegnitz. Im Stadtgebiet gibt es mehrere Bahnwerke. Zu den bekanntesten dürfte wohl Nürnberg-Gostenhof gehören. Unter anderem Depot des DB-Museums. Bei einem Brand im Oktober 2005 werden etliche Exponate schwer beschädigt oder zerstört. 10 Jahre zuvor wird hier 232/464 gedreht. Unweit des Lokschuppens hat das Werk Gostenhof seine Hallen. E-Loks und Triebwagen werden hier unterhalten. Auch die neuen Neigezüge der Baureihe 610. Es ist ein Blick in die Vergangenheit. Immerhin sind seit diesen Aufnahmen über 20 Jahre vergangen.